Hey, dann. Hacker. Hacker. Ja, ich finde so schön diesen Shader. Oh Mann, und der leckt nicht mal so krass. Also, ich spüre schon so diesen minimalen Ruckler. Aber das ist mir scheißegal, denn ich will's extra für euch so machen, dass es für euch angenehm ist. Und ich finde, das sieht auch schon viel geiler aus. Mit Shader und diesem Texturenpack. Also mit meinem PvP-Pack und so weiter. Das ist schon ein kleiner Unterschied, Leute. Ja, ich finde es einfach übelst krass, dass wir jetzt zusammen bald die 100 Abos erreicht haben. Danke, Leute, dafür. Das ist halt echt ein Lebensziel für mich gewesen. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ich würde mal sagen, genieß einfach jetzt hier noch, was ich mache. Und ja, ich werde vielleicht irgendwas da noch dazu labern. Oder keine Ahnung, wenn mich jemand. Okay, Skype habe ich aus. Entweder ist das ein Fail oder was ist hier? Wechsel. Wäre nicht lustig. Hab ich noch. So, das müsste eigentlich als kleiner Keller genügen. Würde ich jetzt mal sagen. Machen wir das jetzt hier mal. Jo, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, Leute. Oder hier. Machen wir das dann auch hier rein. Hey, wisst ihr eigentlich, wozu dieser Stein zu nutzen ist? Also, der ist ja jetzt neu. Und ich habe einfach gar keinen Plan, wozu der sein könnte. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wozu der da ist. Keine Ahnung, Leute. Ich habe wirklich keinen Plan und der hier auch nicht. Aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Heute bin ich einfach nur da, um ein bisschen zu bauen. Gut. Soll ich vielleicht hier eine unterirdische Farm bauen oder so? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe schon so oft gerade eben schreibt es in die Kommentare gesagt, aber ich will halt eure Unterstützung, eure Meinung wissen. Unten unter meiner oh Gott, bin ich wieder meine Treppe. Gutes Deutsch. Oh. Ja, kommt schon. Ja. Ameno. Oh. Ey, danke. Falls ihr jetzt neu seid am Start auf diesem Kanal, dieses Projekt Slim ist im Prinzip genauso wie Minecraft Leben. Wir helfen uns gegenseitig, bauen ein bisschen was. Ich kann dir jetzt noch ein bisschen die Stadt zeigen. Willst du mitmachen? Stadtführung. Ich weiß nicht, ob man zusammenschreibt. YOLO, Leute, ich bin Hauptschüler. Oh Mann, ey. Immer dieses Niveau. Achso, okay, cool. Ich zeige euch erstmal jetzt hier mein oberes Geschoss. Ich habe jetzt hier noch nicht viel reingebaut. Auf jeden Fall ein Sessel. Schöner Ausblick hier auf die Stadt, auf das Haus von Yugi Kanon. Nee, du zeigst nur ein bisschen so im Game. Oh, er ist okay. Gute Besserung, wenn du das siehst dann. Also, nee, es ist echt scheiße, wenn man krank ist. Ja, das ist halt mein Haus unten hier. Ist halt hier so außen rum. Also, ich weiß nicht, wir haben hier, glaube ich, noch nichts festgelegt, wie groß das sein muss. Also, das ist mein Haus. Wir sollen halt hier mittellich bauen. Genau, Wasserstelle habe ich halt davor gehabt. Hier mein Schafstall mit einem Schaf, muss man schon sagen, richtig krank. Und da drüben, ich habe keine Ahnung, wer das gebaut hat. Weißt du, wer den Turm gebaut hat? Ich? Oh, okay.
also den Turm da, das soll jetzt eigentlich auch, also das da soll ein Vulkan, okay, ich muss essen, das soll ein Vulkan darstellen, also da wo ihr das Lava runterfließen gesehen habt jetzt. Ja, hier ist meine Brücke, habe ich jetzt letztens gebaut, rüber zur Stadt. Auf jeden Fall nice. Hab hier so einen kleinen Gehweg gebaut, also nichts Besonderes eigentlich. Die Brücke habe ich natürlich voll verkackt, aber die kann man eigentlich nur ausbessern, wenn man hier das Holz dazu hat. Das habe ich jetzt leider nicht, oder doch? Und ja, das können, also das ist jetzt hier die Farm von dem Frizzle. Der baut hier jetzt ein bisschen rum. Dann zeigt euch schon hier, oder hier muss man hoch. Soll irgendwie so ein Vulkan darstellen, hat er gemeint. Kein Plan, was das noch wird. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also der Frizzle kann echt gut bauen. Der Dan genauso. Also die können alle, also alle hier im Projekt können gut bauen, außer ich natürlich, ich mit diesem Faggot Haus da drüben. Er ist jetzt, oh mein Gott, ist der dumm. Und dann, ey. Ja, keine Ahnung, hier hast du dann nochmal so einen schönen Ausblick aufs Meer. Auf mein Haus, hier so auf diesen Turm da. Yo, wo bleibst du? Ja, okay. Hier ist so ein Stadtbrunnen, also da würde ich nicht reinfallen am besten. Gebaut bei, keine Ahnung, Yugi wahrscheinlich. Die Regeln. Mittelalterlich bauen, wie gesagt. Nichts stehlen. Killen erlaubt. Sachen jedoch zurückgeben. Man muss nicht aufnehmen, also das ist auch für euch ab Folge 10. Bei Yugi, glaube ich, könnt ihr euch bewerben. Also nicht schreiben, dass ihr rein wollt, also auf gar keinen Fall, Leute. Schreibt einfach rein, ja, cooles Projekt, dies, das. Ich finde deinen Kanal richtig cool, also so wie bei Leben. Hier Cheater werden gewonnen, weil hier kriegt ihr auch Whitelist und so. IP-Adresse nicht weitergeben, also das ist wirklich die höchste Priorität hier. Das wäre richtig doof von euch, also bitte beachtet das, falls ihr dann hier am Start seid. Freundlicher Umgang mit allen im Projekt. Frizzle kannst mir. Okay, gut, scheiß drauf. Ja. Die Regeln waren das jetzt eigentlich auch schon. Ich zeige jetzt nochmal schnell Yugi sein Haus, was das sein soll. Soll so wie bei Unge sein eigentlich. Letztens habe ich seine Tür nicht gefunden, aber im Prinzip ist sie eigentlich hier. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich hier alles gebaut habe. Ja, er will sich halt so ein Strohdach bauen. Er bekommt es aber nicht so gut hin. Und jo. Gehen wir weiter zu Dan. Jetzt zu dir. Okay, Lex. Oh, Dan, du Lex, richtig krass. Komm rein. Wie er damit nicht klarkommt. Okay, juckt mich nicht. Ja, du lägst. Okay, Creeper wahrscheinlich. Oh, guck mal, Leute, das ist doch richtig nice, Mann. Oh mein Gott, sieht das nice aus. Oh Mann, genießen wir. Der Mondaufgang. Okay, weiter geht's. Ja, jetzt gehen wir zum lieben Dunplace, der uns jetzt hier die Stadt ein bisschen mitgezeigt hat. Hier sind die geilen Rüstungsteile. okay, krank. Er hatte davor ein anderes Haus, aber er hat es umgebaut. Jetzt hat er es etwas, also der hat den alten Stil mit einem modernen Stil vermischt. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, keine Ahnung. Hat er sich halt hier zwei Räume gebaut, keine Ahnung. Hier hoch geht es dann zu seinem Schlafzimmer, wo er dann auch hier so einen kleinen Ausblick hat, aber ich juckt ihn einfach nicht. Und ja, das war's eigentlich auch mit dieser Stadtführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, positive Bewertung. Kommentare sind immer gern gesehen bei mir. Und ja. Schaut euch das an. Haut rein, Leute. Oh ja. Exempel.